Wir schauen und gehen in die Knife Round. Auf Map Nummer 1. Ich muss noch ganz kurz das HUD anpassen, fällt mir gerade an. 01, die Führung aktuell für Navi. So, Knife Round. First Track auf Seiten von Navi in Persona Zeus. Aber aktuell kein Unterschied bei beiden Teams. Und die Knife Round sieht sehr, sehr gut aus für Navi wieder. Guardian gast einfach durch, macht da die Frags, 3 Stück insgesamt. Ja, und entscheiden damit die Knife Round, schauen, welche Seite sie anfangen werden. Sie wollen als T anfangen. Und Sterix muss nochmal reconnecten. NL, das ist mein Lieblingswort in den letzten Wochen. NL, später, wie auch immer. All solche Sachen. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, es wird so sein, dass wir ein Bay of Five haben. Maps stehen soweit schon, das heißt, wir sehen Dust, wir sehen Inferno, wir sehen Train. Die Maps sind sicher. Falls Nip jetzt beide Maps gewinnen sollte, beziehungsweise ist dann 2-2 steht in dem Fall. Ne, wenn's, Entschuldigung, was erzähl ich denn? Bei einem Stand von 2-2, so rum, wird durch eine Knife Round eine der anderen Maps nochmal rausgeschmissen. Ja, also Nip muss insgesamt 3 Maps gewinnen. Na, wieder gegen 2. Ich meine, ich habe einen Frosch im Hals, ich sag's euch. Und falls es zu einem 2-2 kommt, gibt es eine Knife Round. Ich weiß nicht, wie und wo sie ausgeführt wird. Und die entscheidet dann, welche von den Maps Nuke oder Mirage gespielt wird. Und soviel ich weiß, soll Mirage, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Mirage wahrscheinlich eher eine Map für Navi werden wird. Aber soweit sind wir noch nicht. Da werden wir dann drauf eingehen. Wir konzentrieren uns jetzt ein bisschen auf die Piste. Navi schon mit dem Kurzpush kurz eingenommen. Forest in der Zeit die Cutter schon weit ausgeschlossen. Mit ein bisschen Pech hat er da gleich Contact und nicht gerade wenig. Da stehen 3 Spieler und der geht sofort down gegen Seast und jetzt können sie natürlich komplett begasen. Sehr, sehr unglücklich da von Forest. Freeberg hat jetzt richtig Probleme. Komm, wenn er da noch einen rausnehmen kann, vielleicht sogar noch einen zweiten, wäre das super. Schade. Einen nimmt er raus und jetzt Überzahlsituation nach wie vor für Navi. 3 gegen 4. Frag von Get Right. Oh, was ein Shot da noch von Get Right gegen Edward. Das nennt man mal Klick und Guardian. Get Right in 101 gegen Zeus. Und Zeus muss das jetzt gut moven. Zeus macht es. Schöner Headshot. Aber was für Schellen da verteilt wurden. Boah. Richtig schöne Shots da von Get Right. Ja, direkt mal Pause. Zeus muss sich jetzt erstmal beruhigen. Und Mikrofon kaputt. Jawoll! Läuft. Vielleicht hat auch einer einfach nur völlig enthusiastisch auf den Mute-Knopf gedrückt. Raute Schleichwerbung. Hat man ja noch nicht genug. McNip. SteelSeries. BenQ. Klar, man kann sich ja auch einfach komplett zutätowieren dann. Ja, aber wie ich schon sagte, man kann in dem Turnier zumindest Lob aussprechen für den Zeitplan. Zumindest heute, der gut eingehalten wurde. Boah, Get Right mit der Scout gegen Seast. Auch das bei den Jungs von Nip heute immer wieder mal gang und gäbe, dass da so eine Waffe gekauft wird oder ähnliches. So, Get Right. Setzt da noch einen Hit, glaube ich, sogar. Gegen Zeus, jawohl. Also, das sieht gut aus. Die Runde ist auf jeden Fall offen und ist auf jeden Fall auch holbar. Für Nip. First Track auf deren Seite. Guten Damage dagegen Zeus. Also alles
sehr, sehr in Ordnung aktuell. So, Navi baut jetzt nochmal um. Macht da den A-Split. Zwei kurz, zwei lang. Ja, der darf natürlich Exist jetzt gleich nicht viel anrichten. Der Let Go wird wahrscheinlich zuerst aber lang erfolgen. Sollte er zumindest. Und wir schauen mal, was Exist da mit seiner CZ machen kann. Hat er eigentlich eine gute Position? Vor allem Get Right kommt jetzt schon als Backup-Schild von Exist. Steppt da gut rum. Get Right hilft noch und damit die 5 gegen 2 Überzahlsituation. Edward bekommt auch noch gute Hit. Edward geht down. Jetzt ist es nur Zeus mit der AK gegen 4. Wird von hinten gepusht und da ist die Viererrunde von Nip. Schöne Eco. Get Right hat die Runde eröffnet und danach war es echt zaghaft bei Navi. Schöne Shots da an Lagen, gut zusammengespielt. Guter Call, da hat man einen Step gehört, glaube ich. Und dementsprechend sofort Get Right nach lang geschoben. Schöne Runde da von ihm. Zwei Frags gemacht. Oder sogar drei, ich weiß es gar nicht. 1:1. Das ist natürlich bitter, wenn du die Pistole holst und dann sofort die Anti-Eco abgibst. Das ist immer total brutal. Und natürlich grüße ich auch den allseits beliebten, immer wieder gern gesehenen Venom. Natürlich. So, Guardian jetzt noch im 1-on-5. Auch da wird nicht mehr viel anbrennen. Oh, hey, der Witzke. Ja, sage ich das eigentlich mit Guardian? Kommt halt immer noch mal was raus. Aber auch das nicht so tragisch. So. Full equipped jetzt auf beiden Seiten. Guardian im Duell mit der AWP. Vielleicht gegen Fifflan. Ja, wie gesagt, Fifflan heute extrem stark bisher. Aber beide gehen sich aus dem Weg. Fifflan spielt da Richtung A, die AWP. Hätte ich jetzt auch nicht anders vermutet. Standardaufbau bei Navi. Zu dritt verzögert Mitte eingenommen. Zeus schon weit an kurz vor. Bisschen Glück könnte ihn da an langen auf dem falschen Fuß erwischen. Er zieht aber nicht rum. Exist da an der Headshot-Rampe. Gute Flash. Und jetzt die Bangs. Also sehr, sehr verhaltener, ruhiger Aufbau bei Navi. Sieht im Moment so ein bisschen B-orientiert aus sogar. Ähnlich wie die Pistol eben. Da sind sie dann auch nochmal Cutters zurückgegangen. Guardian jetzt mit der Bombe alleine Richtung Cutters mit der AWP. Hm. Mal sehen. Mitte jetzt der Go. Seize mit dem Frag. Ja, und immer noch Guardian, der nur mit der AWP steht. Aber der lässt sich auch sehr, sehr viel Zeit dann mit dem Go. So ist das dann natürlich auch vollkommen in Ordnung. Und kommt dann verspätet raus. Nimmt Forest aus dem Spiel. Bekommt noch von irgendwo einen Headshot. Wahrscheinlich sogar vom Mate. Und Nip mit der richtigen Entscheidung, sofort die Waffen wegzubringen. Ist nicht mehr so. Ja, obwohl, sie hätten noch drei Flashes. Also Equipment wäre noch da. Aber City Base ist gut abgesmoked. Sehr, sehr tief. Zeus hat auch schon sehr, sehr viel Raum eingenommen. Also ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung hier von Nip, sofort die Waffen wegzubringen. Einziger, der vielleicht noch jagen könnte, wäre Seized, aber der ist auch zu weit weg. Und damit 2:2. Der Ausgleich für Navi, die erste Buyround. Ja, sozusagen die erste Buyround. Zumindest auf beiden Seiten. Geht damit an Navi. Gut Waffen durchgebracht. Schön fürs Geldpolster. 2:2. So, Guardian wird jetzt an Lang das Duell suchen. Hatte da einen guten Spawn. Schauen. Guardian mit dem ersten. Ja, ist ja kein Problem. Wenn man Guardian heißt. Nate da gegen ihn. Ja, aber das müsste halt nun mal auch Nip wissen, dass man da irgendwie vielleicht ein bisschen Anti spielt oder irgendwie absmoked oder sonst was. Also gegen Guardian da ins Duell gehen, egal wie, braucht man nicht. Die muss man da irgendwie anders rausnehmen. So, mal schauen. Guardian wird jetzt kurz wahrscheinlich sich vortasten sogar. Also schickt ein Zeus vor. Ist jetzt abgesmoked. Da kann Guardian auch erstmal nichts machen.
Aber komplett über Mitte. Also Steryx, der Einzige, der so ein bisschen diesen Backstabber macht, der wird wahrscheinlich gleich hier oben Mitte irgendwo positionieren, um die CTs abzufangen, falls sie überhaupt auf A drauf kommen. Mal sehen. So, jetzt soll der Argo kommen. Wenig Infos. So, und Get Right auch noch anlangt mit der Autosniper. Fifflan immer noch auf A. Jetzt auf einmal die Überzahlsituation wieder für Nip. Edward noch. Fifflan, sehr schön gegen Edward. Und Freeberg ist auch noch da. Und Asterix im One-on-Two muss da einen schnellen Pick machen. Hat keine Chance, sonst die Bombe zu legen. Ja, niemals, Fifi. Oh. Oh, Fifflan. Geht da. Krasses Duell, aber Forrest kommt aber kurz mit der AWP und gewinnt das Duell gegen Asterix und damit wieder die Führung für Nip. Also ein einziges Hin und Her. Aber das hätte auch anders ausgehen können. Also, wenn Fifflan da so faced und dann wirklich sterben sollte, dann Gnade ihm Gott, wenn sie die Runde abgeben. Doppeldeckung an B sogar. Also, und da wird Mitte gar nicht gehalten. Das wird eher auf Retake gespielt. Und das ist eigentlich so ein sehr, sehr guter Call. Forrester mit der AWP vielleicht auch deswegen. Geht da jetzt meiner Meinung nach. Macht er eine ganz falsche Entscheidung. Ich weiß nicht, was das soll. Okay, das muss Forrest mir dann irgendwann nochmal erklären, warum er da mit der AWP auf diese Distance geht. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht Cutters irgendwie einnehmen wollten nach der Smoke, aber das macht halt auch keinen Sinn. Ja, und damit muss Nip seine Waffen wieder wegbringen. Und dann wäre es die nächste Runde für Navi. Und auf einmal steht es wieder 3-3. Also das geht hier wirklich hin und her bei den beiden Teams. Trotzdem der Fehler hier von Forrest. Wenn er da ein paar Sekunden noch wartet, macht er da definitiv mehr als einen. Get right. Fällt auch noch. Zwei Waffen werden durchgebracht. Ja, Get Right hat da den Fokus nochmal Richtung Cutters gezogen, nach dem Motto, ja, wir safen hier hinten. Und währenddessen zwei Waffen an lang weggebracht. Forrest und Exist. Wieder Autosniper. Sehr beliebter Autosniper. Nicht. Kung Guardian aimt Mitte. Wieder diese Doppeldeckung an B. Wir fahren dann kurz. Was ist mit dem First Track? Das klappt zumindest. So, und das ist jetzt eine sehr, sehr schöne Deckung von Nip. B ist sehr, sehr safe eigentlich mit Forrest. Exist hat die Autosniper Richtung kurz. Get Right hat lang sehr, sehr offensiv, sodass Exist, selbst wenn Get Right fällt, immer noch irgendwie kurz einnehmen könnte oder ähnliches. Und dann eine schöne Doppeldeckung in der Mitte von Fifflan und Freiberg. Und es geht jetzt B drauf. Forrest mit dem ersten fällt dann gegen Edward. Schöner Refrag von ihm. 4 gegen 3 Überzahlsituation. Bombe kann nicht gelegt werden. Freiberg einfach durchgepusht und ziehst von kurz noch. Und der stirbt jetzt. Und jetzt muss Asterix irgendwie den Pick machen. Irgendwas muss er jetzt spielen. Das ist mit die schlechteste Lösung, die er hätte wählen können. Aber es klappt, obwohl die Bombe eigentlich ganz gut liegt. Ja, obwohl, ne, Get Right wird er durchdiffusen können. Ja, sehr schön gespielt von Get Right. Zwingt Asterix dazu, dass er move muss, wenn die Bombe natürlich so liegt. Natürlich sehr, sehr schwer. Hat er vielleicht vorzeitig irgendwie... Ich meine, er hat ja eigentlich die Info, dass einer der beiden Spieler, ich glaube, kurz oder sowas sein muss oder Mitte sein muss, irgendwo da.
Dadurch, dass Seas da einen Kurzsee-Frag gemacht hat. Seas, was? Derek, ich weiß schon gar nicht mehr. Einen Kurzsee-Frag gemacht hat Richtung City Base. Und dann selbst gefallen ist in der Mitte. War eigentlich die Info da, dass maximal einer jetzt direkt vor B sein kann. Da muss er eigentlich eine Position ausschließen. Jetzt der Aufbau wieder von Navi. 1C4 und man sieht Guardian wieder mit der AWP, alleine in den Katas mit der Bombe. Oh, sehr schönes Ding von Forrest. Und Freiberg zieht auch noch rum. Friberg. 2 nur. Zeus noch mit dem Refrag. Ja, und geht dann aber da auch nur noch Guardian. Im 1-on-4 Bombe hat er, die kann er sogar legen. Weiß er nur noch nicht. Guardi mit dem ersten. Guardi mit dem zweiten, der geht einfach voll auf Gas. Das hätte sogar theoretisch, ja, ich sag's nicht. Wenn er ein bisschen Glück hat und einen anderen Winkel kriegt und dann nochmal zurückkommt, dann wäre die Runde nochmal knapp geworden, eventuell. Aber Maximum rausgeholt noch von Guardian. Er hat die Bombe gelegt. Er hat noch 2 Frags gemacht. Also ideal gespielt von ihm. Runde nochmal teuer gemacht für Nip. 5:3 aber die Führung für Nip. Und damit schlagen sie sich auf jeden Fall schon mal um einiges besser als im ersten Match. Anscheinend. Einser Aufbau jetzt bei Navi. Mitte sehr, sehr spät erst eingenommen. Aber im Moment, ja, passt die Deckung an B eigentlich ganz gut. So, Mitte wieder auf Contact. Boah, Sterix ein bisschen verwirrt. Guardian auch noch mit dem Contact an B. Guck, einen guten Headshot wird jetzt auch fallen. Spätestens von der HE, aber. Kann die Ansage machen, dass einer Baseball drauf gepusht ist. Sie ist noch mit 2 Frags in der Mitte. Ist alleine gegen 3. Fällt aber dagegen. Get right. Guter Bang. 6. Runde für Nip und damit die Eco für Navi. Also sie sind irgendwie sehr, sehr fokussiert darauf, B zu splitten, habe ich das Gefühl. Also sie wollen unbedingt immer Richtung B gehen. Im Moment klappt das nicht. Jetzt geht man wieder Mitte raus, wieder auf Contact. Bis dato läuft es auch eigentlich immer ganz gut. Zeus mit dem Frack an lang. Edward mit dem Refrag. Und damit 4 gegen 3 Überzahlsituation. Schauen ganz kurz, wo die Lücke ist bei Nip. Ja, im Moment ist halt hier relativ ungedeckt, auch wenn Forrest natürlich vom Loch aus das hat. Spielt es eigentlich sehr, sehr gut. Kann sich also für beide Richtungen schnell entscheiden. Und es soll wohl Richtung B gehen. B-Contact. Get right, checkt da nochmal die Mitte. Aber eigentlich müsste Forrest das größtenteils drauf haben. So, und jetzt geht's schnell B drauf. Forrest hat die Info. Man muss jetzt gucken, dass er da Frag macht. Sieh's mit dem Frag im Sprung. Jetzt weg. Waffe hat er nicht mehr gekriegt, glaube ich. Ja, das ist auch der erste Gedanke, den ich an Forrest stelle hätte, wenn da einer so vorbeispricht gibt. Die Eco sieht richtig gut aus für Navi. Ja, Seas mit dem nächsten. Jetzt ist es noch Get Right. Was heißt denn nur? Es ist noch Get Right. Ein leichtes Lenkrad. Kann er noch einen rausnehmen, noch den zweiten raus und nimmt auch noch den nächsten raus fast.
Das war noch ein bisschen unnötig, aber schöne Eco hier von Navi. Vierte Runde. Sehr, sehr schöne Shots. Gerade der gegen Forest HB war ganz, ganz wichtig. Wie auch immer er den gemacht hat. Das weiß er, glaube ich, selbst nicht. So, Navi wieder mit ihrem Aufbau. Bis er zur dritten Mitte eingenommen wird. Guardian mit der AWP. Und Nip nimmt lang ein. Wenig Infos gerade für Navi. Wieder ganz ruhiger Aufbau, sehr, sehr langsam, sehr, sehr gemächlich. 45 Sekunden noch auf der Uhr. Orientiert sich wieder alles nach B. Und da ist im Moment die Doppeldeckung zumindest in der Mitte von Lip. Sterix mit dem Refrag gegen Forest. Und Zeus auch noch mit dem Frag gegen Freiberg. So, und die Runde sollte jetzt sicher sein für Navi. Zu 5. Also im Moment ist eigentlich sehr, sehr ausgeglichen das Spiel. Ich meine auch, dass das Ganze immer ausgeglichener wird. Also die Map zumindest. Und was natürlich auch schön zu sehen ist, und das habe ich auch beim Host zuletzt noch gesagt, dass im Moment sehr, sehr viele Teams nachrücken. Ja, also man hat nicht mehr dieses Nip Titan oder ähnliches, sondern es ist jetzt mal Navi im Finale, dann gewinnt ein Virtus Pro die EMS, dann Kopenhagen war es, Kopenhagen war, ich habe schon, merkt er? Ich bin schon wieder völlig daneben. Dann haben wir einen Dignitas, die in letzter Zeit extrem stark aufspielen, die auch noch viel, 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 viel bewegen können. Ist schön, da ist auf jeden Fall viel, viel zusammengerückt in der Weltspitze. Ja, und jetzt müssen wir halt nur noch schauen, dass wir irgendwann nochmal ein deutsches Team gestellt kriegen, das da mithalten kann. Guardian und Edward. Wieder nur Forest. Der steht noch in Mitte. Wird da auch nichts mehr machen können. Und das ist die 6. Runde für Navi. Also ziemliches Hin und Her. Aber Nip hat zumindest das, was sie als CT holen sollten. Ja, also wenn sie jetzt mit 9-6 rausgehen sollen. Was, also nicht, ob es passiert, aber was auf jeden Fall passieren kann. Haben sie immer noch eine Halbzeit, wo man sagen kann, das ist in Ordnung. Das können wir als T auf jeden Fall reißen. So, lange jetzt eingenommen. Guardian nach wie vor mit der AWP. Aber die weichen ihm eigentlich im Moment ganz gut aus. First Track da lang sogar. Von Get Right. Das war anscheinend so ein Bugsmoke-Versuch. Auch eines der Teams, die oft im LAN viel, viel stärker sind als online. Also Navi jetzt. Wo das Ganze immer ein bisschen umgekehrt ist. So, schöne Doppeldeckung dann kurz. Zeus darf da gar nicht so viel machen. Guckt immer nur mal, sammelt die Info. Damit sie halt einfach Fokus auf ihn haben, damit Assist rumziehen kann. Und das wird die 7. Runde für Navi. 3 Waffen können sie wahrscheinlich durchbringen.
Wenn Existace sich noch einen rausnimmt. Nein. 7 zu 6, die Führung. Schauen nochmal direkt auf Guardian. Nicht mit Guardian. Don't mess with the boss. Ist natürlich immer schwer, so ein Duell gegen Guardian einzugehen. Mit der AWP, also man sollte zumindest... Es klingt halt immer nach einer Schwäche, aber man sollte es zumindest nicht versuchen. Und das Guardian als T sehr wahrscheinlich, sagen wir mal, in... Keine Ahnung, von 10 Runden wahrscheinlich 7 oder 8 Mitte anaimt. Immer ein kleines Risiko, da sich in der Mitte anzulegen. Eben das eine, ich weiß auch nicht, ob er die Smoke wie anders eingeschätzt hat. Ob das jetzt sinnvoll war, ist auch so eine Sache. Klar. In der Mitte schöner Tower. Man nimmt da Guardian aus dem Spiel. An kurz und jetzt 3 gegen 3 Situation. Bombe down. Muss aber gepickt werden können. Derzeit ist Zeus schon auf dem A-Spot und macht da gut Radau. Boah, der sieht nie wieder was. Der sieht nie wieder was. Schönes Spiel von Zeus. Kein Fokus von Forest. Richtung. Kurz und jetzt ist es nur noch Starix. Starix im 1-on-2 macht's nicht. Siebte Runde für Nip. So, und 7 zehnte Runden ist doch das, was Nip auf jeden Fall stolz machen kann. Wenn sie jetzt hier noch eine 8. Runde holen, wäre das natürlich perfekt. Aber soweit wollen wir noch nicht denken. Und... Pfifflam verschießt dann lang. Man merkt das halt auch. Pfifflam versucht da viel schneller den Shot zu setzen. Also man weiß halt, dass da eventuell ein Guardian gleich kommen kann, der mit der AWP ein Tier ist. So, jetzt aber Freiberg mal mit dem Frag. Gegen Guardian in der Mitte mit der Ave. Das ist schon mal ein schöner Moral-Push. Existenz mit dem zweiten. Also auf einmal kann jeder bei Nip die AWP spielen. Ob es Freiberg ist, ob es Pfifflam ist, ob es Exist ist. Get Right pusht noch gut lang. Jetzt ist nur Seas mit der AWP gegen 4. Und das über kurz. Auf jeden Fall, egal ob jetzt Win oder Loss. Und sehr wahrscheinlich ist es ja ein Win. Sehr, sehr starke erste Halbzeit von Nip. So, noch ein Frag von Seas. Mitte den Contact, weiterhin gegen 3. Macht das gut, move da gut gegen die AWP. Für Freiberg, aber Get Right ist da, hilft ihm. 8 zu 7, die erste Halbzeit für Nip auf der ersten Map im Finale. Schöne Halbzeit davon Nip, nachdem ja, Navi ganz gut aufgespielt hat. Bisschen in Führung lag. Nip nochmal zurückgekommen. Ja, und jetzt wieder unsere obligatorischen 1 Minute 45 Wartezeit, Pause, wie auch immer. Das ist schön. Das macht einen richtig Freunde. Auf jeden Fall schon mal spannender als das letzte Duell. Natürlich jetzt auch unter anderen Voraussetzungen das Ganze nochmal. Also ein Finale ist dann doch auch von der Anspannung was ganz anderes. Ach, schön. Ich weiß, frag mich, was die da drüben eine Minute 45 lang machen zwischen den Maps. Ich hab so eine Vermutung, aber ich spiele keine Werbung ein. So nett bin ich. Aber einen Schluck trinken, das wäre mal eine Idee. Ja, und pünktlich, fast pünktlich, zur zweiten Halbzeit geht, bin ich wieder da, habe ich mich vollgetankt mit stillem Wasser.
Denn ich merke, dass meine Stimme so langsam den Geist aufgibt. Aber das ziehen wir durch. Easy. So, Nip spielt wieder schnell lang an. Das haben sie eben schon mal gespielt, wenn auch auf eine andere Art und Weise. Kommt auch nochmal die zweite Flash in der Grube. Im Moment eine Decoy, die da ablenken soll. So, und Guardian hat jetzt Spaß. Horace mit beiden Frags. Guardian wird auch weggenommen von lang. Keine Chance, da noch was zu halten. Nur noch Seas und Edward. Und auch da wird es keiner mehr was machen können. Ja, Seas wird jetzt auch versuchen, irgendwie... Der könnte theoretisch so versuchen, ja, einfach mal neben die Box zu springen. Läuft bei dir. Aber vielleicht Kevlar wegbringen. Das ist die 5er-Runde für Nip. 9:7 die Führung. Und wie gesagt, das ist der Map-Pick von Navi. Gute Banks da in der Mitte gegen Zeus. Aber der setzt einen schönen Shot dagegen. Get Right. Nimmt ihn aus dem Spiel. Waffe kann gepickt werden. Siehst, kann B jetzt aufgeben. Ist klar, dass B keiner mehr drin ist. Oh, was macht Sterix denn da? Das ist genau das Problem von dieser CZ. Einfach reingepusht. Und Siehst schließt auch schon Mitte oben aus. Es scheint ungefähr so zu laufen wie eben die Eco. Jetzt hat man lang hinten schon wieder dicht. So, Guardian muss jetzt was bewegen. Irgendwas. Der muss zumindest einen rausnehmen. Oh, schön da. Gutes Timing an lang. Gut rumgezogen. Guardian kommt gute Hits. Die HE sitzt auch nicht, natürlich. Ich weiß nicht, ob Zeus bekannt ist. Aber es wirkt nicht so. Und Zeus könnte das versuchen. Pfifflan mit dem Frag. Und jetzt Zeus schnell über lang. Hat ein gutes Timing. Oh, unlucky. Ist das unlucky. Aber so eine schöne Eco. Da war viel, viel mehr drin. Viel, viel mehr. Gutes Timing da auch an lang gehabt, als sie rausgekommen sind. Trotzdem eine schöne Eco, in der sie drei Waffen rausgenommen haben. Der Freund nach wie vor noch mit der Bison. Der ja, spielt er ja extrem gerne anscheinend gegen Ecos. Ist dann solide runtergespielt. Kann da auf jeden Fall nichts machen. Ich glaube auch nicht, dass sie noch was rausnehmen können. Schauen, siehst vielleicht. Ja, den hat er gehört. Steht er gut. Gut versetzt. Ah! Es ist dann. Ne, da fehlt dieser eine Schuss mehr in der Waffe oft. Ja, aber 5er Runde von Nip. Gut fürs Geld. Hat der. Ah, hat er. So, und dann schauen wir mal. Garni jetzt mit der AWP wird da kurz geboostet. Also nicht das direkte Duell gesucht. Ja, wird aber kurz aufgegeben. Also Garni versucht es dann nicht mit der AWP. In der Mitte schon einen guten Hit bekommen. Guardian mutiert ganz gewaltig. Also so richtig schlüssig sieht das nicht aus, was sie gerade machen wollen. Gucken, ja. Guardian gegen Forest. City Base Drop und auf Freeberg mit dem Frag von A aus. Oh, was?
Der winkt einfach mal rüber und gibt ihm den Headshot. Sehr schön. Eine Runde dann noch von Friberg und damit aber die Runde für Navi. 11 zu 8 jetzt. Auch sehr, sehr gesplittet draufgegangen. Die Jungs von NiP. So, Aufbau von NiP, ganz normal. 2, 3. Und gleich wird sogar die Mitte einnehmen. So, dass man Mitte Kontrolle hat. Haben wir schon lange. Ja, schon lange vielleicht nicht, aber man hat sie. Guardian wieder mit der AWP. Im Moment ist das von Sachen Stats, nimmt sich das alles nicht so viel. Sticht keiner heraus, zumindest bei den Jungs von Navi. Und der Bassdrop war richtig für die Cuts. Zeus macht aber nur einen. Guardian ist noch da und verschießt. Noch mit dem HE-Frag. Überzeit für Navi. Aber Get Right da mit einer unkonventionellen Position. Da haben sie nicht mit gerechnet. In so einer Situation. So, jetzt, was war das denn? Feind. Mausrad 1. Jump. Oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Fakt ist, dass Navi die nächste Runde holt und wieder eine Runde näher ran robbt. 11 zu 9. Das sieht so aus, als würde NiP da jetzt mit einer Waffe und in dem Fall Exist. Ja, dann sieht man das, was ich schon mal gesagt habe oder was ich auch, ich glaube, auf den Kopenhagen Games sehr, sehr häufig gesagt habe. Dieses, ja, eine Waffe kaufen, okay, oder eine Waffe durchbringen, nur die dann halt auch sinnvoll einzusetzen, ja, diese sinnvoll zu spielen. Oft wird das ja dann zum Beispiel auf einen Spot gestellt, diese eine Waffe alleine und die anderen gehen auf einen anderen Spot. NiP verfährt da eher nach dem Motto, was ich auch gesagt habe, was ich sinnvoll finde, ja, die Waffe halt eben so schicken, dass sie jemand picken kann, falls sie down geht, ja, wenn er einen Frag macht und die Waffe kann dann gepickt werden wieder, ist das eigentlich ein sehr, sehr guter Austausch wieder. Naja. Da hat jeder seine eigene Spielphilosophie und in dem Fall war es zumindest mal ein Versuch wert. Down in der Mitte gegen Friberg. Richtig zündet das Ganze noch nicht. Ja, klar, schießt euch das gegenseitig an. Ja, wenn man schon mal on fire ist, warum nicht? B eingenommen. Kann auch keinen schnellen Pick machen, sagte ich. Da ist aber Fifflan, der stirbt in den Cutters. Auch ohne Vorbereitung. Schöner Spraydown. Mehr oder weniger schön. Bombe defused. Drei Waffen durchgebracht. Ja. Navi robbt sich hier wirklich ran. Also, so gut das in der ersten Halbzeit aussah für NiP. 11 zu 11 jetzt der Spielstand. So langsam schimmert es dann doch wieder durch. So, Guardian jetzt mit der AWP. Ja, ist mutig. Ja, hat dann nur versucht, irgendwie einen schnellen Pick zu machen. Das hat nicht geklappt. Sofort wieder defensiv geschoben. Also die Chance gibt NiP ihm auch nicht, irgendwie einen Pick zu machen.
So, es geht wieder ein bisschen Richtung A orientiert. Wie gesagt, da schon weit vor gegen Guardian. Ja, da fehlt halt dann noch die Info. Wenn die AWP aus der Mitte nicht zieht und Richtung Kurz schieben muss, ist natürlich schwer. Aber Sterix und Zeus mit den Frags. Oh, Mitte raus. Wurde das gehört? Ja, aber reicht nicht für Get Right und 3 gegen 2 Überzahlsituation jetzt. Es kann Nip noch holen. Sofern Fifflan da jetzt irgendeinen guten Move spielt oder irgendwas. Und da Get Right. Oh, was ein Timing. Was ein Timing. Und Sterix hat überhaupt keinen Fokus Richtung lang. Zeus Bombe down an kurz. Kann das ansagen. 20 Sekunden auf der Uhr. Und wenn Get Right hier jetzt nicht W durchdrückt, dann ist die Sache durch. Zumindest für diese Runde. Zwölfte Runde Navi. Also, spielen sich jetzt in Führung. Wie gesagt, erste starke Halbzeit eigentlich von Nip, aber Navi reiht sich da gerade nahtlos an. Man merkt, ne, wenn man so alleine mal so 4-5 Maps castet, dann so langsam ist die Stimme dann doch. Also wenn ich schon ein bisschen weitermache, klinge ich so wie George Clooney und George Michael. Nein, wie Joe Cocker, wollte ich sagen. Wir schauen dann in der nächsten Runde auf jeden Fall mal auf die Stats. Ja, Nip nach wie vor oder jetzt mit wenig Geld, mit einem Force Buy, mit ganz wenig Equipment, zwei Flashes bei Exist und Fifflan. So, und scheint Richtung B zu gehen. Da steht Seized und Edward. Mitte der Contact. So, und jetzt entweder bleiben sie beide stramm auf, also bleiben beide stramm auf dem Spot stehen. Seize mit zwei Frags. Edward kann da keinen mehr rausnehmen. Fifflan, sehr, sehr wichtig, dass er da Vollgas gibt. Und auch Exist mit dem Frag gegen Zeus. Jetzt ist es eine 2 gegen 3 Überzahlsituation. Guardian mit der AWP. So, Flash kommt. Sterix macht keinen mehr, Guardian auch nicht mehr. 12. Runde für Nip und die mussten sie auch holen. Denn danach wären sie richtig broke gewesen. Aber auch die Folgerunde jetzt holen, wäre schon wichtig für Nip, da jetzt mal 2-3 Runden am Stück zu holen. Und, ja, was heißt, wenn sie 3 Runden am Stück holen, ist das Ding eh schon wieder fast durch, aber Sterix mit 2 Frags. Hat das unten gut ausgeschlossen. Ja, und jetzt ist Nip wieder am Zuzug. Die müssen jetzt irgendwie schnell Raum einnehmen. Katas ist auch schon vorgepusht. 4 gegen 3 Situation. Die Smoke liegt katastrophal. Also da ist ja ein Riesenspalt. Wer sich die Smoke ausgedacht hat, war besoffen. Jawohl, sieh's noch. Nur noch Forest. Ja, wenn's einer kann. Mit der AK. Dann wohl Forest. Forest Nummer 1. Forest, gute Hits noch. Ne, da fast die zweiten noch rausgenommen. Sterix gast einfach rum. Und Guardian wäre dann noch mit der AWP gewesen. Also auch das hätte anders ausgehen können. Und damit Navi jetzt wieder mit der Runde. Kein Geld bei Nip. Und genau da ist jetzt das Problem. Navi kann sich jetzt hier mit 2 Runden absetzen. So, Guardian mit der AWP. Der zielt auf Schlitze. Den wusste ich nicht mal, dass es die gibt.
Das ist schon Wahnsinn. Also, ist natürlich, wenn du so eine AWP bist wie Guardian, dann geht sowas. Aber bisher spielt Nip das eigentlich ganz gut gegen die Awe. Also, man hat noch nicht so viel gesehen von Guardian. Was natürlich nicht heißt, dass das nicht noch kommen kann. Vielleicht ja jetzt in dieser Runde. Guardian verschießt. Dass ich das erleben darf, dass Guardian zweimal verschießt. In der Zeit Sterix. Der verschießt sogar noch ein drittes Mal. Und Forrest nimmt ihn raus. Get right mit zwei Frags noch. Aber da wird er nichts mehr reißen können. Seast kommt noch an die Awe. Jawohl. Dass ich das mal erleben darf. Was ist denn mit Guardian los? Also, an der Stelle von den Teammates würde ich jetzt mal bei Guardian auf die Schulter klopfen und mal einfach so fragen. Hör mal, was ist denn los mit dir? Aber wer weiß. Vielleicht wirkt das ja. Nein. Also, jeder mal so Momente. Aber bei Guardian habe ich das so noch nicht gesehen, glaube ich. Ich mich zumindest nicht daran erinnern. Kann mich allerdings noch nicht mehr an den Sieger von den Kopfhahn Games erinnern, weil ich ja wieder daran denke, dass es Nip war. Von daher ist mein Gedächtnis an diesem Sonntag eh. Ja. Brain AFK trifft es, glaube ich, ganz gut. Geht jetzt kurz vor, kurz eingenommen. Keine Deckung von Navi dort. Ganz, ganz wichtige Runde jetzt. Um es mit Gobs Worten zu sagen. Wichtige Runde. Mit einem wichtigen Frag in einem wichtigen Spiel. So. Sterix wieder mit einem guten Push. Und auch Zeus schließt da einfach lang aus. Und schon hat man wieder die Überzahlsituation bei Navi. Und jetzt soll es B drauf gehen. Seast kann die Steps ansagen und wird wahrscheinlich rumsteppen, sobald die Bombe gelegt wird. Oh, das läuft doch noch perfekt für ihn. Er nimmt die Bombe raus. Jetzt ist es noch der Cutter-Spieler und auch der stirbt. Und damit die 15. Runde für Navi. Schöner Move wieder von Sterix. Der macht zwar nur einen Frag, aber richtig gut gepusht. Und Seast dann insgesamt mit zwei wichtige Frags nochmal an B. Overtime auf der ersten Map ist schon mal sicher für Navi. Und ja, wir sehen das. Wenig Geld bei Nip. Zwei Galil, drei Piste. Den jetzt mal mit dem Shot. Setzt ihn wenigstens jetzt mal. Ja, und auch Edward zieht rum und das sieht auch wieder gut aus, wenn Getright hier jetzt nicht wieder völlige Eskalation schiebt. Ja, oder Fifflan. Auch der heute gut drauf. Ist auch schön, dass er dann mal in dem... Oder wichtig, dass er dann im Finalspiel dann auftritt, ja. Boah, und Fifflan, was macht Edward denn da? Ich weiß nicht, wo Edward dahin wollte mit dem Rücken, aber er wollte auf jeden Fall nicht dahin, wo er hin sollte. Und Fifflan holt ihn! Das war sehr, sehr gut gespielt. Fokus gezogen auf Get Right, der dann Richtung B schiebt. Dann hat man ihn nochmal gespackt. Schöne Runde von Fifflan und auch von Get Right. Und jetzt schauen wir mal ganz schnell auf die Stats. Ja, Fifflan zwar im Moment letzter, aber hat echt wieder viele wichtige Frags auch gemacht. Get Right 26-18, so wie man es kennt. Wir schauen gleich mal auf die anderen noch. Ja, Zeus 22-19, Seas 22-21, 18-19 bei Edward. Also, da nimmt sich das nicht so viel. Ist alles sehr, sehr ausgeglichen eigentlich. Bis auf Get Right, der hat eine sehr, sehr gute KD. Ist der Rest eigentlich, ja, relativ identisch. Sind wieder Mitte ausgeschlossen. Eingenommen, sorry. Eingenommen von Nip. Guardian steht wieder an der gleichen Position wie eben. Wieder an der Headshot-Rampe. Nur diesmal mit der FAMAS. Also, was geht? Siehst mit der FAMAS.
ist ja ruhig alles. So, jetzt geht's Mitte raus. Schnell über Mitte. Edward an B. Und der hat jetzt richtig Probleme. Zusammen mit C ist Edward. Nimmt den zweiten raus. Schön von ihm. Wenn er noch Zeit rausholen kann, wäre ideal. Get Right. Man sieht ihn nicht mal. Get Right ist praktisch der Lucky Luke. Letzte S-Szene. Ja, keine Chance. Zeus mit beiden Frags. 16, 13. Und damit entscheidet Navi